EM-Rente in Altersrente umwandeln. Woher erfahre ich, wie hoch die Altersrente ausfallen wird? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich beziehe eine dauerhafte Rente wegen Erwerbsminderung. Im Jahr 2025 erreiche ich meine Regelaltersgrenze. Ich weiß, dass ich dann vorher einen Rentenantrag, einen sogenannten verkürzten Rentenantrag stellen muss. Ich bin mir aber nicht sicher, wie hoch meine Regelaltersgrenze nach der EM-Rente ausfallen wird. Ich lese und ich höre oft, dass es niedriger oder höher ausfallen kann. Ich bin also total verunsichert. Ich habe mehrfach meine Rentenversicherung angerufen und dort will mir aber keiner helfen. Zum Teil werde ich mit Aussagen abgespeist, wie warum ich dies denn jetzt schon wissen wolle. Sie wissen wohl nicht, was bei uns hier los ist. Wir können uns nicht mit solchen Fragen jetzt beschäftigen. Herr Knöppel von rentenbescheid24.de, was soll ich tun? Hilfe bekommen Sie natürlich von rentenbescheid24.de. Das ist ganz klar. Dass Ihre Rentenversicherung Ihnen nicht sagen will oder kann, wie hoch Ihre zukünftige Altersrente nach Ihrer Erwerbsminderungsrente sein wird, ist ein Unding. Seit dem 01.07.2020 haben Sie als EM-Rentner einen Rechtsanspruch auf eine solche Auskunft. Jetzt wird es ein bisschen sperrig. Dieser Anspruch wurde mit dem 7. Sozialgesetzbuch Nummer 4 Änderungsgesetz vom 23. Juni 2020 beschlossen. Und folgende gesetzliche Regelung gibt Ihnen den Auskunftsanspruch. Und zwar steht in § 109 Absatz 1 Satz 5 Sozialgesetzbuch Nummer 6 folgendes geschrieben. Auf Antrag erhalten Bezieher einer Erziehungs- oder Erwerbsminderungsrente eine unverbindliche Auskunft über die voraussichtliche Höhe einer späteren Altersrente. Da steht's. Sie müssen also nichts weiter tun, als Ihrer deutschen Rentenversicherung oder Ihren anderen Regionalträger schriftlich einen Antrag zu stellen und Auskunft über die Rentenhöhe ab Ihrem gewünschten Renteneintritt oder ab Beginn Regelaltersgrenze zu erteilen, und zwar nach Ihrer EM-Rente. Und Sie beziehen sich bitte bei diesem schriftlichen Antrag ganz konkret auf den Paragraphen 109 SGB 6. Diesen Antrag muss Ihre Rentenversicherung zwingend bearbeiten und Ihnen Auskunft über die voraussichtliche Höhe Ihrer Altersrente nach der EM-Rente geben. Und mit dieser Auskunft endet dann auch die Unsicherheit, die Sie und viele Ihrer Leidensgenossen haben über die Frage, ist denn die Altersrente höher oder niedriger als die zuvor geleistete EM-Rente? Und wie immer, Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.